Es gibt eine interessante Untersuchung in der EU, wie zufrieden die Einwohner mit den Maßnahmen der EU bei der Covid-19-Pandemie gewesen sind. Befragt wurden 26.000 Bürger. Ja, und die Ergebnisse sind ganz interessant. Klar sehen, clever denken, frei handeln. Mein Name ist Uwe Lohse und ich begrüße Sie mal wieder auf meinem Kanal Die Welt klar sehen. Heute zu dem interessanten Thema, was denkt der europäische Bürger über die Maßnahmen der Politiker in der Covid-19-Pandemiezeit? Es gibt ja viele, die sagen, oh, da sind jetzt aber ganz viele dagegen und es muss unbedingt eine Aufarbeitung erfolgen. Ich hatte ja nun auch auf meinem Kanal so diverse Videos zu den jetzt geschwärzten RKI-Protokollen gemacht und da kam in den Kommentaren auch immer wieder vor, jetzt muss es aber losgehen, jetzt müssen aber die Verantwortlichen ja vorgeführt werden, sie müssen angeklagt werden, etc. etc. Die Frage ist, sind diese Stimmen repräsentativ? Und wenn ja, wie groß ist die repräsentative Gruppe, die sie überhaupt darstellen? So, ja, man kann vielleicht auch ohne Umfrage selber sich Gedanken machen. Also ich habe ja auf meinem Kanal auf Videos immer eine bestimmte prozentuale Größenordnung, so plus, minus, die so korreliert stark mit der Anzahl der vorhandenen Abonnenten. So, und da stellte sich heraus, dass die jetzt 7 oder 8 Videos, die ich zum Thema RKI-Files gemacht habe, im Grunde genommen deutlich unterrepräsentiert waren. In der Regel etwa nur die Hälfte oder gar nur ein Drittel von dem erreicht haben an Aufrufen, was sonst so die Videos in den letzten Wochen ja an Interesse hervorgebracht haben. Ich habe mir dann andere Kanäle angeguckt, ja, die auch politische Reaktionsvideos machen und da war die Relation ähnlich. Das heißt, die RKI-Protokolle waren nicht so interessant, sondern deutlich weniger interessant als andere tagesaktuelle Themen. So, und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dass ja selbst die selbsternannten Aufklärer sich für diese Dinge eigentlich kaum noch interessieren, nämlich nur noch zu einem Drittel bis zur Hälfte. Was soll dann mit denjenigen Menschen sein, die keine alternativen Informationen haben, sondern ausschließlich ja über Mainstream-Medien informiert werden? Und insofern finde ich die Umfrage, die Euronews, eben ein europäisches Nachrichtenmagazin gemacht hat, durchaus ja erhellend. Es wurden dort 26.000 EU-Bürger ja befragt, und zwar im Zeitraum von der letzten Februarwoche bis Anfang oder erste Märzwoche, sprich 14 Tage lang. So, und die Ergebnisse wurden aber erst gestern, am 1.4., das sehen Sie unten, da wurden die erst veröffentlicht. Ja. So, und ja, wollen wir mal gucken, was wir dort haben. Wir schauen einfach mal jetzt mal so ganz grob rein. Das ist also nicht so ein langer Text mit 2 Tabellen. Die 2 Tabellen gucken wir uns später an. Den ganzen Text, der ist natürlich in Englisch und ich habe den wieder mit der Übersetzungssoftware DeepL übersetzt. Ja, es fängt also schon plakativ an mit der Titelzeile 40% der Europäer bewerten den Einfluss der EU auf die Covid-19-Pandemie als positiv. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Es gab große Unterschiede zwischen den EU-Ländern von 74% Zustimmung in Portugal bis 24% in der Tschechischen Republik. So, die negativsten waren Rumänien, Slowakei und Österreich. So, 32% waren unentschieden und 28% hatten eine negative Meinung. So, insgesamt 26.000 Menschen wurden befragt. Und was wurden sie genau gefragt? Ob sie der Meinung sind, dass die EU im Laufe der Jahre einen positiven, negativen oder weder positiven noch negativen Einfluss auf den Kampf gegen die Covid-19-Epidemie hatte. So, und dann gab es insgesamt zwar keine großen Unterschiede in den Geschlechtern, aber doch in Bezug auf das Alter, nämlich 47% der Älteren von 65 und mehr äußerten sich positiv, verglichen mit nur 41% der 18- bis 29-Jährigen und 36% der 30-Jährigen. So, dann ist noch die Frage, wie ist es, welche Parteien man wählt? So, und in dem Moment, wo man jetzt für die, also es geht jetzt quasi um die Europawahl, wer beabsichtigt, die Parteien der Grünen, der Sozialdemokraten oder der EU-freundlichen Gruppe Renew zu wählen, äußerten sich auch bei Covid-19 positiv. So, während in Griechenland, Italien, Schweden, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Polen und Niederlanden schätzten die befragten Europäer den Einfluss der EU als eher positiv als negativ ein.
So, dann geht es hier um ein paar statistische Daten, dass die EU 800 Milliarden Euro dafür aufgewendet hat insgesamt. So, und dass sie dann ihr Ziel erreicht hat, eben 70% der Bevölkerung zu impfen. Ja, und dann geht es dann nach den einzelnen Ländern. Aber da würde ich sagen, wir schauen einfach mal in die Tabellen rein. Hier sind wir also jetzt in der Tabelle, die heißt How Europeans View the EU's Impact on the COVID-19 Pandemic by Country. Das heißt also, wie die Europäer den europäischen Einfluss auf die COVID-19-Pandemie sehen, und zwar nach Ländern. So, wir haben blau, das sind die, die es positiv bewerten. Neither ist weder noch, und negativ heißt eben nein oder dagegen, und no answer ist eben keine Antwort. Und dann sehen wir im Durchschnitt overall 40% positiv, 32% unentschieden, 28% dagegen. So, und dann ist das jetzt nach den Ländern aufgelistet, Portugal mit 74% dafür. Ja, und zum Beispiel, wo sind wir in Deutschland? Hier 37% positiv, 36% unentschieden, 27% dagegen. So, und am schlechtesten eben Slowakei, Rumänien, Tschechische Republik. Ja, das heißt, wir sehen also, der niedrigste Wert ist 24%. So, und der höchste Wert ist 74%. Also wenn wir zum Beispiel den obersten und den höchsten und niedrigsten rausnehmen, dann sind wir bei dem höchsten, zweithöchsten von 55% und 28% bei dem zweitniedrigsten. Also insofern mit diesen 40%, das wollen wir mal denen jetzt glauben, dass das das richtige arithmetische Mittel ist. So, das bedeutet aber eben auch, dass roundabout 30% unentschieden sind und weniger als 30%, nämlich nur 28%, sind dagegen gewesen oder haben diesen Einfluss als negativ betrachtet. Ja, und dann gibt es noch eine zweite Tabelle, nämlich jetzt dieselbe Frage, aber jetzt eben bei Wahlabsicht, bei Voting Intention. So, und zwar diejenigen, die jetzt die Linken wählen, so Left, NGL-Partys, Voters, das heißt also eben die Linksparteien, da sind 43% bewerten das positiv, die Grünen Europäischen sind mit 53% dafür, die Sozialisten und Demokraten mit 55%, die Renew-Partys, also Wiedererneuerungsparteien mit 51%, dann kommen jetzt die European People's Party mit 49%, die Konservativen mit 33% und die ID-Partys, also Identitäts- und Demokratie-Partys, sind also eher die Rechtspopulisten, die sind mit 22%. So, und dementsprechend, wenn man sich jetzt die Frage stellt, ja, wie ist es denn jetzt mit Aufarbeitung von Corona-Politik? Ja, dann ist ja mal die Frage, wer soll denn das jetzt bitte in Gang setzen? Und vor allen Dingen, wen sollte das interessieren? Denn wir sehen ja hier an den Zahlen, dass die Anzahl der Leute, die mit der Politik unzufrieden sind, ja im Schnitt bei unter 30% liegt. Also gucken wir bitte mal nach den Parteien noch mal rein. Da sehen wir hier, ja, dass die höchste Zahl ist eben bei den Rechten. Ja, die sind mit 49% unzufrieden. Ja, und den Konservativen mit 35% und alle anderen sind deutlich, ja, im 20er-Bereich oder sogar zwischen 10% und 20%. Also Moral von der Geschichte, unter der Annahme, dass diese Umfrage repräsentativ ist, besteht in Europa kein nennenswertes, also zumindest kollektiv gesehen, kein nennenswertes Interesse an einer Aufarbeitung der Corona-Politik, so, oder der Corona-politischen Maßnahmen. Das heißt, wenn jetzt die Probleme auftauchen, ja, dass eben Gefahren besteht, dass einzelne Politiker oder ganze Organisationen sich fehlverhalten haben, dann kann man schon nachvollziehen, warum jetzt in einigen Ländern die Politiker anfangen, darüber nachzudenken, eben Gesetze zu schreiben, mit denen sich selbst enthaften. Ja, also nach dem Motto, egal was wir gemacht haben, wir wussten es ja nicht besser und das war eine Sondersituation und deswegen können wir gar nicht falsch gemacht haben. So, und das wird die Bevölkerung, also wenn dieses Stimmungsbild stimmt, auch nicht weiter stören. Man könnte es auch anders sagen, das Thema Covid-19-Pandemie ist, soweit es die Bevölkerung betrifft, erledigt. Die will damit nichts mehr zu tun haben und selbst die Aufgeklärten, da komme ich zum Anfang wieder zurück, selbst die interessieren sich nicht mehr für Videos zu diesem Thema. Bis auf eine kleine, ich sag mal, radikale Initiative, Minderheit, die aber, ich sag mal,
bevölkerungs- und politisch gesehen irrelevant ist. Also in diesem Sinne wird sich da nichts mehr tun. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte abonnieren und vor allen Dingen möchte ich mal darauf hinweisen, teilen Sie es auch mal, dass der Kanal mal ein bisschen größer wird. Wir steuern jetzt auf die 5.000 zu. Vielleicht kommen ja auch bald mal die 6.000. Ja, und ansonsten eben die Glocke klingeln und vor allen Dingen die Welt klar sehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Klar sehen, clever denken, frei handeln.